Vielleicht sollten wir die Straße hinter dem Hinterhalt noch etwas präparieren, damit sie nicht unerwartet durchbrechen, falls wir die Grube nicht öffnen. Wir können einen Baum drüber legen. Aber das werden die Vögel sehen. Ich dachte eher an versteckte Fallen. Ihr wollt jemandem, der Firuns Gegenspieler anhängt, Fallen stellen? Nun ja, wir wissen nicht, wie gut sie das sehen können. Und könnt ihr denn Fallen stellen? Und ich kann es probieren, ein paar Gruben auszuheben, ein paar spitze Pfähle anzuspitzen und so gut wie möglich zu tarnen. Mehr Das können wir sind nicht doch keine tun. Idioten, Abelmir. Ja, was wollt ihr dann tun? Die alle umbringen. Wolltags öffnet den Tunnel, damit ist die Straße hinreichend zu. Ob Richtig, den und dann Tunnel bringen wir sie herausspringen alle oder um. nicht. Nun gut, wir wollten doch den Tunnel nicht öffnen, wenn es nur wenige sind, nicht wahr? Ihr macht euren Wenn es nur wenige Zauber. sind, werden wir sie so schnell töten können, dass niemand die Gelegenheit hat zu fliehen. Wenn es nur wenige sind, öffne ich den Tunnel nicht, sondern bitte den Elementargeist stattdessen, sie festzuhalten. Er heißt Dornwart, er wird so etwas sicherlich können. Aber kommen wir nicht vom Hervorragende Idee. Thema ab. Wir sprachen von den Vögeln. Richtig, wir müssen also Verstecke suchen, die von oben uneinsichtig sind, also am besten unter einem großen Baum. Und uns danach mit dem Schleier der Unwissenheit Was tarnen. passiert mit dem Wagen und den Pferden? Können wir diese auch tarnen? Ja, wir müssen sie tarnen. Wir stellen sie an der Lagerstelle unter den Baum. Der sollte genug Sichtdeckung geben. Es sind Vögel, die können aus weiter Entfernung wahrscheinlich sehen. Dämonenvögel, aber Vögel. Na gut, die werden dann irgendwelche Viecher sehen. Sonst bringen wir es halt weiter weg. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gule über die Pferde herfallen. Aber mir, seine Lagerstelle ist gut genug getan und ich denke nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Nun gut, wenn ihr das sagt, das wird schon gut gehen. Ich glaube Jedenfalls, auch, wenn wir die Gule nicht aufscheuchen, werden sie uns in Ruhe lassen. Wir müssen uns nur still und diskret verhalten und ja. Asavo, ich bin kein Dämonologe. Wie gefährlich sind diese Vögel, wenn sie einen angreifen? Reden wir von der Größe von Irrhaken oder eher von einer Taube? Sie sind ungefähr rabengroß, wenn das zumindest den Aufzeichnungen entspricht. Was sie gefährlich macht, ist, dass sie unglaublich schnell sind. Und, damit meine ich, dass es eigentlich nichts Schnelleres gibt. Zumindest den Aufzeichnungen nach. Scheinbar Sollten nicht. sie einen von uns entdecken, dann werden sie sicherlich aus der Luft mit Sturzflügen auf uns stürzen, bis wir entkräftet am Boden liegen. Und sind dämonische Vögel. Das sind definitiv dämonische Vögel. Minder. Isarun, aber mir, könnt ihr die vom Himmel holen mit Antimagie? Es wäre ein Versuch wert. Wir haben zwar nicht ihren wahren Namen, aber es scheinen niedere Dämonen zu sein. Wir könnten es versuchen. Es kommt darauf an, wie hoch sie fliegen. Und wenn sie sich auf uns stürzen, werden sie wohl in die Nähe kommen müssen. Nun gut, macht euch Gedanken, vielleicht sehen wir sie ja, bevor die Karawane hier ist. Dann könnt ihr eventuell nähere Überlegungen anstellen. Wollen wir die nächsten Tage verbringen? Das war meine Frage. Brauchen wir sonst noch etwas? Vielleicht können wir sehen, ob es hier irgendein lebendes Tier zu schießen gibt. Ein kränkliches Reh, irgendetwas, womit wir die Ghule von uns wegködern können. Oder zu uns hin. Vielleicht können wir Oder zu uns hin. Vielleicht können wir damit den Ghulkönig aus seinem Versteck locken. Und dann mit einem gezielten Pfeil. Meine Güte, jetzt lass doch diese verdammten Ghule da in Ruhe. Richtig. Warum wollt ihr überhaupt diesen dummen Ghoul-König herbeilocken? Oder die Ghule überhaupt? Habt ihr schon mal mit Ghulen zu tun gehabt? Ich nämlich schon. Ja, ein Auralet. Ach, in Auralet, da saßen die in den Wänden. Doch völlig harmlos. Richtig. Das sind irgendwelche ekligen Viecher. Lass sie da bleiben, wo die sind. Und wenn wir gehen, fluten wir, wenn die Tunnel unter dem Fluss lang gehen, deren Tunnel. Ich Da sind glaube, die auch alle euer Wort tot. in Borans Ohr. Ich glaube, Jalan wollte eigentlich nur seine Langeweile bekämpfen und die dann rechtfertigen. Ich kann nicht verstehen. Also gut, dann bleiben wir die nächsten Tage sitzen, bis wir hier etwas von der Karawane sehen und verhalten uns so lange ruhig. Das wird das sicherste Vorgehen sein.
Ich habe mir noch eine Frage gestellt, und zwar die folgende. Ich habe ja jetzt bereits einen elementaren Diener herbeigerufen. Ja. Die Sache ist die, er ist das Gegenelement zum Eis, aber da sollen mir diese Barbaren mitkommen. Ich kenne die nicht. Meint ihr, die sind besonders anfällig für, ja, nicht Eis, also wenn es warm ist? Wenn sie aus dem Norden kommen, mit Sicherheit. Naja, sie sind Menschen, keine Eiskulturen. Ja, aber... Also einen Marsch durch die gorische Wüste machen sie sicherlich nicht mit, aber... Wenn es einmal heiß wird, fangen die auch nicht an zu schmelzen. Aber wenn sie aus dem Eis sind, vielleicht haben sie Angst vor Feuer. Das würde ich nicht setzen. Das würde ich nicht von ausgehen, weil dann wären die schon lange erfroren. Darauf wetten will ich auch nicht, aber mir, aber... Was weiß ich? Aber wir könnten ihren Aberglauben gegen sie einsetzen. Was wissen wir über diese Barbaren? Gar nichts. Dass sie mit Dämonen und Paktieren laufen. Ich weiß nicht genau, wie ihr den Angst machen wollt. Wovor haben sie Angst? Vor Trollzackern. Vor Trollzackern? Haben sie vor Trollen Angst? Ihr wisst davon, Asavo? Erzählt uns von den Barbaren. Ich habe mich mit den Fjarlingern bisher nicht beschäftigt. Ich weiß, dass die Inlandbarbaren sind und mit den Torvalern nichts zu tun haben wollen. Dass sie mit den Gjallskern verfeindet sind. Ansonsten, wahrscheinlich aufgrund der lokalen Nähe, sind sie dann an das ewige Eis gefallen. Kann ich ansonsten mehr zu diesen Fjarlingern nicht erzählen. Wilde Krieger. Vielleicht könnten wir eine Illusion wirken, um sie wegzulocken. Aber es wird natürlich schwer. Sie sind wahrscheinlich gebunden. An vielleicht eine Art Diensteid oder etwas Ähnliches oder Schlimmeres. Aber wenn sie angegriffen werden von einem Troll aus Rauch, stellt euch das einmal vor. Haben sie dann vor Trollen Angst? Das weiß ich nicht. Aber wo sollen wir denn jetzt einen Troll aus Rauch herbekommen? Das ist nicht so schwer. Also, ich habe mal einen gemacht. Also, ich werde nichts behaupten, aber diese Typen rennen aus Gloranien los. Und so wie ich das gehört habe, verlieren die auf dem Weg immer ordentlich Männer. Ich glaube, vom Tod haben die keine Angst. Nein, vielleicht. Eben, aber wenn es eine Illusion ist, dann stürzen sie sich auf diese. Und wir haben Zeit, mit den anderen fertig. Ja, aber dafür sind doch die Ghule. Etwas, was sie vielleicht hassen. Was hassen sie denn? Torvaller? Ja, vielleicht. Die anderen Barbaren. Mit wem waren sie noch verfeindet? Torvallern. Diese Sumpfbewohner. Gjallskar? Sie hassen Wale. Wale? Wirklich? Ich habe keinen Wal. Und aus irgendeinem Grund scheint hier zumindest alles voll mit Dingen zu sein, die aus Walen gemacht wurden. Irgendwo wird wohl auch einer herzubekommen sein. Was wollt ihr denn jetzt mit... Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Was wollt ihr denn mit Walen? Was soll das helfen? Wir bringen die um. Fertig. Nun ja, aber wenn wir sie teilen könnten, das wäre ein Vorteil für unseren Taktik. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich jetzt über unsere Kampfreihenfolge bzw. die Taktik generell Überlegungen machen. Wir haben Dämonen. Dämonen sind ganz generell unempfindlich gegenüber Illusionen. Egal, ob sie aus Rauch bestehen oder ob sie von Magister Abelmir herbeigezaubert werden. Dämonen sind unempfindlich gegen Illusionen. Aber sie können mit einem Schleier getäuscht werden. Wollen wir als erstes die menschlichen Gegner angehen? Wollen wir die Dämonen angehen? Sie werden sicherlich beides zur Verfügung haben. Nun, die Dämonen sind das Gefährlichere, aber sie werden nicht die Flucht versuchen. Das heißt, ich denke auch, wir sollten uns zunächst um die dämonischen Bedrohungen bemühen. Gut. Das heißt, wir weisen Rafim eine Richtung, schicken ihn los und er übernimmt den Rest. Es ist aber zumindest wichtig, dass Rafim weiß, gegen wen er als erstes kämpfen soll. Und Rafim, ich nehme an, du wirst zu Fuß kämpfen wollen. Natürlich. Spurgels sind auf meiner Linken und der Savo auf meiner Rechten und dann bringen wir die Hurensöhne um. Dann schlage ich tatsächlich vor, dass ihr euch um die Dämonen kümmert. Gut. Dann werden wir es machen. Ich denke, ich habe auch schon eine ganz gute Baumgruppe gesehen, in der wir uns verbergen könnten. Wir müssen zudem mit hartem Pfeilbeschuss rechnen. Wenn sie mit 20 Fjarlingern auflaufen, dann werden sie sicherlich auch den ein oder anderen Paktierer dabei haben und dieser schießt mit Pfeilen. Ja, aber Rauch ist gegenüber Pfeilen unempfindlich. Könnt ihr eine Dunkelheit herbeibeschwören? Natürlich kann ich eine Dunkelheit herbeibeschwören. Ich kann auch, wie gesagt, eine Gestalt aus Rauch erzeugen, indem ich eine Kerze entfache. Und diese Gestalt ist
gegenständlich, aber auch nicht gegenständlich. Sie ist eben tatsächlicher Rauch. Aber wenn die Paktiere auf euch schießen, Boltax, dann seid ihr trotzdem tot. Weißt du? Die Paktiere sind unsere ersten Ziele für den Blitz. Abelmir, wie sieht es mit euch aus, Boltax? Könnt ihr in den inzwischen? Ja, natürlich. Ja, ich denke, ich werde... Zu verzaubern wird euch nichts bringen. Die Pfeile von solchen Paktieren treffen immer. Dann müsst ihr kümmert ihr euch um die Paktiere, ja, Lan. Ihr reitet mit eurem Pferd da rein, stecht den ersten ab, währenddessen ich mich mit Isarun und Hassave um den Dämonen kümmere. Aber mir kannst du auch einen Paktierer umbringen. Ich denke, ein oder zwei werde ich erwischen. Boltax, am besten setze dich zu mir aufs Pferd, zwischen meiner Rüstung und dem Schild. Und nur in der Tatsache, dass du rechtlich klein bist, sollte dich das von den Pfeilen abschirmen. Also ich hoffe. Ein, zwei Pfeile werden wir wohl einstecken müssen. Aber mir, Isarun, könnt ihr Zauber in eure Stäbe einsprechen? Natürlich. Gut, dann überlegt euch bitte, was ihr einsprecht. Wir könnten noch mal so einen Feuerball gebrauchen, wie bei Romulus. Einen habe ich tatsächlich noch in meinem Stab. Umso besser. Sollten wir diesen Kampf gewinnen, dann möchte ich, dass wir uns alle so schnell wie möglich an einem besonderen Ort sammeln. Den sollten wir jetzt festlegen und wir sollten auch einen zweiten zusätzlichen Ort festlegen. Ich glaube, der zweite zusätzliche Ort war ja dieses Pentagramm, was ihr vorgeschlagen hattet. Nun, dann legen wir als ersten doch das Lager fest. Gut. Das ist gut versteckt und gut zu verteidigen. Warum sage ich das? Es geht hier um die Wundschnellversorgung. Es kann durchaus sein, dass die Pfeile vergiftet sind. Oder dass die Waffen dämonisch sind. Ich will nichts behaupten, aber warum ist unser Versammlungsort nicht einfach den Wagen, den wir denen abgenommen haben? Oder hat irgendjemand vor, abzuhauen, bevor der Kampf vorbei ist? Nun, falls die Ghule auf den Plan kommen, müssen wir uns auf dieses Gefecht nicht einlassen. Ich dachte, die Ghule sind von Anfang an im Plan. Vielleicht kommen mehr, Rafim. Ja, dann bringen wir sie um. Nun, ich würde vorschlagen, unser Lager als Zielpunkt 1 festzulegen und das Pentagramm als Zielpunkt 2. Aber wir müssen doch eh den Wagen plündern. Es ist egal, Rafim. Wenn wir nicht gehen müssen, dann gehen wir halt nicht. Aber einen Punkt zu haben, an den wir gehen können, schadet uns auch nicht. Ja. Stille deinen Blutdurst noch ein wenig. Gut. Dann beschäftigen wir uns jetzt die nächsten paar Tage so lange mit uns selbst, bis sie ankommen. Und bis dahin sind wir bereit. Ich will mir Asavo angucken. Hat er irgendeine Art von irgendwas oder Wald, was man großzügig als Kriegswaffe auslegen kann? Ein Kampfstab mit Metalllegierung an Ober- und Unterseite. Also nicht. Gut. Ich habe noch was mit euch allen zu besprechen, aber das kann bis heute Abend warten, wenn ihr noch was anderes vorhabt. Wunderbar, dann machen wir das jetzt. Asavo, das klingt jetzt unhöflich, aber ich bin auch unhöflich. Würdet ihr euch so lange um die Pferde kümmern? Ja. Es ist eher was Persönliches. Ein Problem. Vielen Dank. So, jetzt kommt mal mit. Kommt mal mit Papa Rafim. Nur ich für die Umsatz. Ich flüster mal zu Abelmir, weißt du, was er vorhat? Ich habe keine Ahnung. Ich würde ihn in unser Lager zurückführen. So, jetzt setzt euch mal hin. Das ist eine Geschichtsstunde. Oder wie auch immer das heißt. Oh. Das kann ja nur eine gute Geschichte werden. Ja, ich hoffe, ihr freut euch am Ende. Also, ihr wisst ja, wo ich herkomme. Ne? Aus dem schönen Alanfar. Und ihr wisst ja bestimmt auch, dass ich damals viel auf der Straße unterwegs war. Mit Brüdern und Schwestern. Das wisst ihr alle, oder? Ja, erzählt er dann das andere Mal, ja. Okay, wunderbar. Aber ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, dass diese Brüder und Schwestern nicht von meiner Mutter geboren, noch von meinem Vater gezeugt wurden. Das ist euch soweit auch klar. Ja. Wunderbar. Und zwar, es geht um Folgendes. Ich war jetzt mit anderen Leuten unterwegs und da ist mir aufgefallen, dass ich euch Arschlöcher doch irgendwie vermisst habe. Zu gütig. Ja. So, dann lasst mich mal anfangen zu reden. Damals in Alanfar, da musste man sich aufeinander verlassen, auf Kinder, die man nicht kannte. Ein Schwur, den wir einander schworen. Auf Bruderschaft, auf Schwesternschaft. Und diesen würde ich auch euch anbieten. Ihr habt euch meine Anerkennung verdient. Ihr seid wie meine Brüder, wie meine Schwestern. Abelmir, ein kleiner Bruder, auf den man immer aufpassen muss, der uns immer in Schwierigkeiten bringt, aber auf den immer Verlass ist.
Greifenmund. Ein Zwillingsbruder, wie er im Buche steht. Ihr seid links, ich bin rechts. Ihr seid Wasser, ich bin Feuer. Und doch am Ende, wenn die Dämonen kommen, hätte ich niemanden lieber als euch neben mir stehen. Ha, das glaubt wohl. So, dann natürlich Karinor. Ein Grande. Mein Respekt hattet ihr als Grande. Meine Verehrung habt ihr, weil ihr neben mir steht. Boltax, mein Kleiner. Und doch bist du eher ein großer Bruder. Mag das Alter sein. Sag ständig Sachen, die ich nicht verstehe, aber ich glaube, sind schlaue Sachen. Naja, das mit der Armbrust hast du wunderbar verstanden. Und ich würde mich freuen, auch dich ein Bruder nennen zu können. Und nicht zuletzt natürlich die einzige Schwester in diesem Bunde. Spogelsen, auch ihr seid eher eine große Schwester, auch wenn ihr kleiner seid. So viele Dinge, die ihr sagt, sind seltsam und irgendwie doch weise. Und auch euch würde ich gerne weiter an meiner Seite wissen. Das hier ist kein Versprechen vor den Göttern. Nichts dergleichen. Ein Schwur untereinander. Von euch zu mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen mit mir eingehen würdet. Das wollte ich euch vorschlagen. Was haltet ihr davon? Es wäre mir eine Ehre. Wunderbar. Denke auch. Also ich kenne sonst niemanden, der Galotta grinsend ins Gesicht gelacht hat. Ich bin dabei. Ich bin ganz gerührt, muss ich ehrlich sagen. Kommt einmal her, ich nehme euch in den Arm. Ja, ihr habt ja noch nicht das Beste gesehen. Du merkst, Raphim mit einem Dolch schneidet sich ganz leicht in den Finger. Mein Blut zu eurem Blut. Und er tropft es in eine Schale. Ja. Danach wird es verbrannt. Denn wir sind Brüder, wir sind Schwestern. Bis das Boran sich zu uns ruft. Und ich würde die Schale und das Messer mal rumgeben. Ich würde jedenfalls in meinen Daumen schneiden, ein, zwei Tropfen ausquetschen und die Schale dann weiterreichen. Immer auch Blut in die Schale. Blut für Prios, Blut für Chor. Bis zum bitteren Ende, Raphim. Heute oder morgen. Bis zum Ende. Ich nehme mein Ritual durch, schneide mir damit in den Finger und träufel eine ordentliche Menge an Blut rein. Das Geschenk verbindet uns alle. Ja, auch ich nehme an dem Ritual teil, träufle etwas Blut in die Schale und stelle sie dann in die Mitte zurück. Na, wunderbar. Würde sie das Blut ins Feuer gießen? Euer Blut zu meinem Blut, Schwester, Brüder. So, und jetzt können wir sie nachher alle... Ja, morgen. Aber wir werden sie alle umbringen. Ich passe übrigens gut auf meine Brüder und Schwestern auf, nur dass ihr Bescheid wisst. Vielleicht kriege ich jetzt ein bisschen einen Beschützerinstinkt. Ich warne euch nur vor. Das haben mir die anderen immer angeraten. Solange die Zeiten nicht so grimm werden, dass wir auf euch aufpassen müssen. Endlich wieder unter Brüder und Schwestern. Das kann ja nur noch gut enden. So. Jetzt. Schnaps. Wer will, gönnt nicht zum Ritual, aber ich biete es euch an. Wir haben doch nichts zu tun, geht her. Ja. Ja, so einen. Auf uns. Auf einen kleinen Schluck nur. Ich gebe zu, er ist mies, aber er war billig. Das Ganze hängt wahrscheinlich mit dem anderen zusammen. Das befürchte ich leider auch. So, Asavo! Kommt her! Ja, danke. Nicht, dass ihr euch langweilt. Wollt ihr auch was trinken? Er ist mies und billig. Ja, danke. Sag das Savo. Oh, Entschuldigung. Ja, fort fort. Sag das Savo, ich nehme an, ihr gedenkt mitzukämpfen, so wie ihr euch gebärt. Selbstverständlich. Habt ihr denn eine Waffe? Mein Kampfstab. Ist der zum Schlagen oder zum Abwehren? Zum Zerbrechen oder Entwaffnen. Ich ziehe den Kampf gegen
Gegner im Nahkampf vor, wenn sie dann menschlich sind. Aber ich kann mich auch gegen Dämonen stellen. Nun, ihr seid doch ein Diener Hesinnes, nicht wahr? Akonita. Beherrscht ihr nun ja Liturgien, die uns weiterhelfen, die uns gegen die Dämonen, gegen die Paktierer helfen, gegen ihre unheilige Zauberei? Darüber lohnt es sich eventuell einmal gemeinsam nachzudenken. Man könnte natürlich ein Zauberschild rufen, der uns gegen Magie warnt, aber ich glaube nicht, dass sie einen Magier bei sich führen. Auch wenn ich die Situation bedenken kann. Ansonsten kann ich natürlich Märtyrersegen zur Verfügung stellen, wenn ihr mögt. Nun, was bewirkt dieser Märtyrersegen? Ihr kämpft ohne Unterlass, bis ihr an euren eigenen Wunden stirbt. Das wollen wir doch vermeiden. Ein würdiges Ende. Ihr werdet zumindest die Schmerzen nicht spüren im Kampf. Und den einen oder anderen hat es auf diese Weise, hat ihn vielleicht zu größeren Taten herangetrieben, hat vielleicht noch den einen oder anderen Feind mit ins Grab genommen und kurz danach ist er dann eventuell verblutet. Aber diese Möglichkeit ist nicht immer jedes Mal gegeben. Ich sage einfach nur, dass ihr im Kampf nicht mit euren Schmerzen leben müsst. Er hat auch schon den einen oder anderen lachend auf den Scheiterhaufen treten lassen. Nun, ich bin mir sicher, ihr könnt, und wir alle können wohl, falls irgendjemand noch die Notwendigkeit hat, im Namen der Götter eure Waffen segnen. Es kann nur helfen. Meine Waffen sind gesegnet. Meine auch. Ich blicke nochmal in die Runde. Mein Schwert ist ebenfalls gesegnet. Von der Hesinde. Ich drehe meinen Bernstein durch, so leicht in den Händen. Meine Waffen sind Chor. Nun, gegen Dämonen würde ich natürlich das Flammschwert einsetzen. Eine magische Waffe. Also ich selbst werde auch eine Liturgie ins Feld führen. Ah, ich freue mich schon. Schwarzes Fell durch rotes Blut. Ah, es wird ein Anblick werden. Wirklich? Euch wächst dann ein Fell? Ah, yes. Das mir missversteht. Es ist... Man bietet Chor sein eigenes Blut dar und er schützt sein dafür vor den Waffen seiner Feinde. Ich verstehe, weil das Blut, wenn es trocknet, schwarz wird. Davon habe ich auf Maraskan gehört. Nein, wuchs nicht nur ein Fell, sondern auch Krallen. Faszinierend. Die Haut verändert sich, habe ich gehört, aber ich weiß noch nicht, wie es bei mir aussieht. Was ist mit euch, Greifenmund? Führt ihr irgendwas ins Feld? Herr Praias wird mir sein göttliches Licht zur Verfügung stellen, wenn die Zeit gekommen ist. Hoffentlich wird es seine Feinde schlagen. Dann haben wir nichts zu fürchten. Die Götter auf unserer Seite. Wir haben die besseren Magier und wir sind die besseren Kämpfer. Nun, ich würde trotzdem vorschlagen, an strategisch günstigen Orten Pentagramme vielleicht am Boden oder vielleicht an den Bäumen anzubringen. An Stellen, die nicht, vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar sind von oben. Das ist eine gute Idee. Ja, das gefällt mir. Und wenn ihr glaubt, es hilft, dann tut euch keinen Zwang an. Es kann nicht schaden, vorbereitet zu sein. Nun, also wenn ich mit Yalan reite, dann werden wir das hier nicht sofort machen, denn erst einmal muss ich den Geist ja bitten, den Tunnel zu öffnen. Dann müsste ich zu euch aufs Pferd. Ich würde gerne in der Zwischenzeit noch die Kerze anzünden. Das dauert ein paar Sekunden. Kannst du die Kerze nicht vom Pferd aus anzünden? Ihr wollt, kann ich sie auch anzünden. Oder könnt nur ihr das? Ich würde das schon lieber selbst machen. Also ein paar Sekunden kann ich euch mit Iserun mit Sicherheit verschaffen. Wenn sie ihr Zauberschild wirkt, werde ich in die Mitte rennen. Das wird sie ablenken, vor allen Dingen mit den Ghulen. Und wir werden hoch zu Ross schon die Wahl durchkommen, was uns im Weg steht. Gut, gut. Aber denkt daran, Boltax, hebt vielleicht so etwas auf. Wir müssen danach noch in die Stadt. Wir können jetzt nicht unser ganzes Pulver verschießen. Das ist richtig. Wir sollten es davon abhängig machen, wie viele es letztendlich sind. Wenn wir der Meinung sind, dass wir ohne nicht auskommen, dann werden wir es wohl verwenden. Ja, bei 20 Barbaren und Dämonen
Dann. Denk daran, dass Warung auch noch eine harte Prüfung wird. Wir sollten uns nicht zu sehr verausgaben. Da hat er recht. Einen ganzen Tag wartet ihr, bis dann am Horizont das erste Kreischen von Vögeln erklungen ist und zwei besonders große Wesen dort zu kreisen scheinen. Immer wieder stürzen sie sich zielgenau nach unten mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Der Wind wischt auf, es ist kalt, empfindlich kalt. Und so nehmt ihr die vereinbarte Position ein. Was habt ihr die 24 Stunden zuvor getan? Boltax. Ich habe einen Elementargeist des Feuers beschworen. Dazu habe ich mich an unser Lagerfeuer gestellt, mich wieder einmal rituell gereinigt, mich auf die Elemente konzentriert, langsam ein- und ausgeatmet, wie ich es schon im Schlund getan hatte, mich an die Wärme und an alles erinnert, wie es im Schlund gewesen ist. Langsam wird mein Atem heißer, so heiß wie das Feuer. Die einzelnen Funken umstoben kommen hervor und landen sanft auf meinem Fleisch. Ohne dass es wirklich brennt, heben sie wieder an, bilden erneut und bilden langsam, aber sicher eine Gestalt. Aus den Flammen des Lagerfeuers heraus tritt ein Wesen, blutrote Augen, doch ein recht aschfahler, dennoch eigentlich mächtig wirkender Korpus. Das Wesen schaut Boltax lange an. Boltax erwidert den Blick, neigt einmal kurz das Haupt, ohne weitere Worte zu wechseln. Er einen Rubin heraus, senkt erneut den Blick auf den Rubin, schaut dann dem Elementargeist in die Augen und formuliert stumm seine Bitte. Dann glüht der Rubin einmal auf. Und der Elementargeist fährt hinein. Isaun, was hast du getan? Ich habe mich vorbereitet, indem ich einen weiteren Zauber in meinen Zauberspeicher des Stabes reingesprochen habe. Eine Wand aus Flammen, die die ganze Straße überspannen kann. Gut, ansonsten Schleier der Unwissenheit. Genau, in Vorbereitung auf den Kampf, ein Schleier der Unwissenheit gegen magische Entdeckungen durch zum Beispiel die Spähervögel und natürlich ein Guardianum gegen Dämonen sowie einen Armatrutz für den persönlichen Schutz. Also einen Armatrutz für den persönlichen Schutz, Guardianum für alle. Gut, Rafim. Ja, kurz bevor wir uns in unsere Verstecke begeben, beschwöre ich die Macht der Götter hinaus. Rafim greift sich seine Hand, zieht den Panzerhandschuh zurück und drückt sich seinen eigenen Dolch in die Hand. Gor, Bruder des Blutes, der Mitleidlose, steh mir bei, Gevatter des Todes, Herr der neun tödlichen Streiche, Herr der Schlacht, nimm mein Blut und forme es in das schwarze Fell, der Unbarmherzige. Rondros Scharfrichter, schwarzer Prinz der Chimären und Träger Sogramors, steh mir bei. Und Raphims Haut verwandelt sich nach und nach in dunkle, schwarze und rote Schuppen in einem ewigen Wechsel zwischen Schwarz und Rot. Lasst uns sie töten. Und dann begibt er sich in sein Versteck. Yalan. Am Morgen des Tages des Überfalls hat Yalan über dem Lagerfeuer seinen Herrn Meister Praios darum gebeten, ihn einen kleinen Funken von Darados stählernen Schwingen zuteil werden zu lassen und das Unverwundbarkeitselixier, das er damals gekauft hatte, in einem kleinen Tiegelchen erhitzt, um sich und auch Boltax mit der braunen Paste dann zu bestreichen. Gut. Ihr könnt in eure Verstecke gehen. Jeweils geschützt durch den Schleier der Unwissenheit von Isarun und Abelmir. Yalan derweil auf dem Pferd, gemeinsam mit Boltax den Streitwagen, lässt man hier. Den Ring mit dem Elementar Dornwart und Funkenschlag in dem Rubin eingespeichert, gibt es euch doch vielleicht etwas Sicherheit
und auch eventuell eine Kerze aus Rauch, die den Rückzug deckt. Dann könnt ihr es rumpeln hören. Ein Wagen, der sich langsam voranschiebt, mit einigen feixenden Lauten, vor allem Söldnerinnen sind es, die da in ihrem dreckigen Dialekt sprechen, irgendeine torwalsche Mischform, vermischt mit dem Nivesischen, und so kommen sie dann auf euch zu. Wer allerdings davon abseits steht und leicht im Vorfeld geht, ist ein anderer, etwas kleinerer Mann mit sehr leuchtenden weißen Augen und zwei Vögeln, die über ihm kreisen, nach Fleisch schnappen, was er in seiner großen gepanzerten Hand trägt. Immer mal wieder wirft er Fleischbrocken und Fetzen nach oben, die sie ihm dann aus der Hand herauszerren. Geht also wesentlich weiter vor ihnen. Ich würde so sagen 25, 30 Schritt. Die Vögel, die ihn immer umkreisen. Ihr wisst ja schon, dass es sich bei ihnen um die Perschirashim handelt, die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit euch erblicken und erspähen könnten. Lass ihn vielleicht erst passieren. Und während ihr darauf wartet, dass sie in eure Falle tappen, sie näher und näher kommen, die Perschirash hätten euch auf profanem Wege, wenn es normale Vögel wären, sicherlich längst entdeckt, angeschlagen. Aber so dämonisch, wie sie sich darauf verlassen und wie sie jetzt abgesichert sind, könnt ihr erkennen, dass sie euch wohl nicht wahrnehmen. Ihr seht wohl auch nicht, dass es ganz 20 Frauen sind, sondern sehr viel weniger. Drei, die auf der rechten Seite vorne gehen und eine, die links ein bisschen versetzt geht. Es sind dabei wohl auch andere Nivesinnen dabei, die das Ganze in der Mitte zu begleiten scheinen und dann mit sowohl Kriegsbogen dort stehen, als eben auch mit widerlich aussehenden schwarzen Speeren. Vielleicht einige Eiskristalle daran gebunden. Der Nivese scheint an euch vorbeizugehen, hält allerdings kurz an und für einen Moment glaubt ihr, dass ihr wohl entdeckt worden seid. Würfelt gerne mal eine Sich-Verstecken-Probe würfeln, profan. Sie ist erleichtert um 5 Punkte. Muss Boltag sich verstecken, wenn ich das Pferd positioniere? Oh, ich habe meinen alten Wert noch eingetragen, aber ich habe einen Punkt mehr. Ich schippe das Ganze. Schicksalspunkt ist noch da, ne? Ja, genau. Das sieht wesentlich besser aus. Das sieht sehr gut aus. Ja. Minus 5 hätte ich eigentlich einfach minus, nicht plus 5. So, Boltax hat es geschafft, Iserun hat es geschafft, Rafim hat es auch geschafft und Yalan ebenso. Dann brauchen wir noch eine Probe von Abelmir. Sich verstecken, minus 5. Während er dort steht, mit der Nase wohl viel mehr nach euch sucht als mit den Augen, könnt ihr es knacken hören, jeweils von links und rechts. Und seht dann hinter euch durch das Gebüsch trabend in einem kleinen Rudel marschierend kalbsgroße, riesige und eiskalte Wölfe aus der Hölle. Die Kamanatim, die dort in Reih und Glied nebeneinander marschieren, durch das Gebüsch sich durchtauchen. Jeder Schritt, den sie hinterlassen auf der Erde, lässt das Gras unter ihnen erfrieren, sodass sie ihre Fußspuren deutlich zu erkennen sind. Sie da durch das Unterholz tänzeln und auch wohl nach euch wittern, aber euch ebenso nicht entdecken. Weiter durch den Schleier verborgen. Abwarten. Vertraut auf den Schleier. Abwarten. Ihre Nasen tropfen voll von Blut. Sie haben wohl sicherlich irgendwas auf dem Weg gerissen, ob es nur ein Tier war oder ein Mensch.